Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Ich habe heute was bei meinen Recherchen gelernt und ich möchte euch helfen, besser auch denn verschiedene Fesseln zu verstehen anhand vom Edredauer. Edredauer, matured in Burgundy Casks, Highland Single Malt Scotch Whisky, destilliert März 2011, abgefüllt Dezember 2023, 12 Jahre alt, wir haben 48,2%, wir haben Whisky Base Nummer 244729 und wir haben die Hogsheads Nummern, und da kommt jetzt hier das Problemchen, was ich hatte. 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 und 101. Irgendwo ist fast Nummer 100 und irgendwo ist fast Nummer 94 weg. Keine Ahnung. Waren das Einzelfassabfüllungen, wie auch immer. 2840 Flaschen gab es dann davon. Das sind 8 Hogsheads. Und wenn ich ein kleines bisschen die Mathematik, wie immer, wie ich das tue, komme ich auf 355. Denn Litern, genau, 355 Litern, genau, 355 Flaschen, das ist das. Wenn ich das wiederum mal 0,7, dann komme ich auf 248,5 Litern. Das ist das, ja. Also 2840 durch 8, das heißt, wir haben dann 355 Flaschen je Fass. Und das heißt, wenn ich es multipliziere, mal hier 0,7, komme ich auf denn dort 248 Litern aus diesen 355 Flaschen. Ich hoffe, er folgt, was ich hier sage. Und das heißt, hier habe ich überlegt, Hogsheads sind 225. Wie haben Sie 250 Litern aus einem 225 Liter Fass bekommen? Tada, das ist unsere Offenbarung des Tages. Zumindest bei mir. Ich habe gegoogelt, was ist der Unterschied zwischen Hogsheads und Barriques. Und jetzt in der Wein, nicht in der Single Malt Scotch Branche, sondern in der Weinbranche. Ein Barrique kommt aus Bordeaux, 225 Litern. Ein Hogshead gibt es auch in Frankreich, hat 300 Liter. Tada! So, ich habe vom Starward neulich ein Hogshead gehabt, in dem auch denn das Problem war. Jetzt verstehe ich das. Mensch, ich bin 10 Jahre praktisch dabei, jetzt hier mich mit Whiskys zu beschäftigen. Hab, keine Ahnung, 5000 Whiskys probiert und erst jetzt merke ich, oh, Scheibenkleister. Hogsheads in Schottland aus Bourbonfässern ist ganz anders als Hogsheads in Frankreich in der Weinbranche. Ach, echt, du Leute. Also, schön. Womit möchte ich es vergleichen? Ich werde es vergleichen hier. Und Barriques und Hogsheads können aus französischer Eiche oder amerikanischer Eiche sein. Das ist je nach, je nach Lust und Laune, habe ich manchmal das Gefühl. Ich habe hier tatsächlich einen anderen Produkt jetzt hier von Edredauer. Auch eine, in diesem Fall ein Burgunder, allerdings ein Frühburgunder. Und da steht hier drauf, irgendwo stand es hier drauf, französische Eiche. Und das ist Whisky Base Nummer 221529. November 2011 destilliert. September 2022 abgefüllt. 600 und fast Nummer 602. Und da haben wir tatsächlich unsere 403 Flaschen daraus, statt die. Ja, genau. Und da ist der Barrique 225 Liter. So, häufig, häufig. Allerdings, wir haben 403 Flaschen da rausbekommen, denn das ist mehr als ein einziges. So, matured für 12 Jahre in First Fill Ex Bourbon Barrels. Diese Edredauer wurde gefinished für weitere 2 Jahre in ein Frühburgunder Barrique Wine Cask mehr aus französischer Eiche. So, gerade eben hier das hinbekommen. Was würde ich sagen jetzt hier? Burgunder. Burgundy auf Englisch, Burgund auf Deutsch. Meine Frage, und das ist, wo der Transparenz ein bisschen hakt hier, ist das Rotweinfässern? Sind das Weißweinfässern? Es gibt beides denn dort in Burgund. So, ich weiß, die machen sehr, 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 sehr viel richtig.
Aber die Frage ist, nehmen wir einfach stark an, das ist ein Rotweinfass, aber es gibt auch Weißweinfässern dort aus der gleichen Region. So, das ist hier extra mit der, wie heißt denn das nochmal, der Weingut Singen Fischer. Hier steht kein Weingut dabei. Hier waren wir preislich bei 99 Euro. Hier sind wir preislich bei 74 Euro. Ja, der ist nur 12 Jahre, der ist dann dafür 14. Aber ich finde es interessant, dass man für diese Singenfischer Namensrechte Rechte, ein bisschen mehr Geld bezahlen darf. Ja, also das ist ein Small Batch und 8 Fässern. Ja, ältere Dauern machen gute Sachen, ältere Dauern halt schöne Fässern. Wir in Deutschland werden zurzeit hier überhäuft und gesegnet, ich benutze das Wort eher positiv jetzt hier, mit Auswahl vom ältere Dauer, der einfach wunderbar ist. Und nochmal vom Whiskey Tales, der andere hier, vielen Dank, dass ihr die Kooperation zwischen ältere Dauer und Kirsch Import so intensiv pflegt. Sagen wir einfach mal so. Leichte Schwefelmomente von der Burgundy Hogsheads hier. First Fill habe ich das auch hier. Ach, heute der Frühburgunder mündet in meine Nase oder ist in meine Nase viel, viel besser. Eine Person hat sein Sample noch nicht abgerufen. Ich werde nochmal schauen, wer das ist. Und dann geht die Flasche hier endlich auch, wird leer gemacht werden. Das ist schön. Fruchtig. Saftig, saftig, saftig ist ein gutes Wort hier. Also ein bisschen Kirsch, ein bisschen hier Pflaume, bisschen Würze. Okay. So. 48,2 gegenüber hier 46%. Auch da ist die Frage, warum? Warum nicht immer 46? Warum manchmal 48,2? Gab es einen besonderen Grund dafür? Würde mich freuen. Die anderen jetzt hier Produkte von der, oh, wie heißt die? Die sind gerade rausgekommen. Jetzt sehe ich, habe die Sample Sets gerade heute weggeschickt vom Ältere Dauer. Und das ist hier von der berühmt-berüchtigte, wow, ich habe so viel verteilt hier, St. Michael Eppen Weingut. Der war ein Merlot, Pinot Noir, zwei Sauvignon-Fässern, ein Lagrin und ein Cabernet-Sauvignon-Fässern dann da. Und die hatten auch alle 48,2. So, falls jemand weiß, warum manche Weinfassabfüllungen vom Ältere Dauer 48,2 haben, manche haben 46, das würde mich auch interessieren. Der wird cremiger, karamelliger mit der Zeit. Bisschen bäriger, Himbeer. Schön. Cheers. Zunge, Prickel, Schwefel. Wow. Auch da, als ich die abgefüllt habe, ist das dann Michael Eppen. Ich roch bei 2 mindestens, wenn nicht 3 von der 6 nur Schwefel. Für die, die es nicht wissen, ein Weinfass kann sehr schnell ranzig werden, kann schnell kippen, gerade wenn es warm ist. Der Alkoholgehalt ist nicht gut genug oder nicht stark genug, damit man abhält, dass die Bakterien reinkommen und auch für der Alkohol verdampft und dann kann ein Fass sehr schnell kippen und deshalb mögen das Weinleute einfach mal eine Schwefelkerze reinzuhalten. Häufig bei Wein bin ich mit Schwefeln meistens nicht empfindlich, um ehrlich zu sein. Bei Whiskys wiederum aus Weinfässern bin ich überempfindlich. Und das ist auch interessant, was der Wein deckelt von den Schwefelaromen und was der manchmal für mich sogar der Whisky verstärkt, diese Schwefel im Moment. Der hat eine nette, gute Abgang, ein bisschen trocken. Ich vermute, dass das ein Rotwein war aus Burgund, Burgundy. Aber die Information wäre auch gut gewesen zu haben hier. So, First Fill Burgundy.
Wenn ich nochmal hier schaue, das sind verschiedene Rebsorten, die da benutzt werden dürfen. Jetzt hier im Burgund hier, was ist das? Die rote Rebsorten, Spätburgunder. Also haben wir jetzt hier, was war das hier? Auf Englisch ist es besser aufgebaut. Ich gehe einfach mal zu Englisch hier. Burgundy Wine hier. So, da waren dann hier die Rebsorten, die da benutzt werden dürfen und können hier. So, wow. Ich finde es nicht so schnell, wie ich habe es vorhin gelesen. So, das waren verschiedene Sachen hier. Ich kenne mich mit Wein zu wenig aus. So, Chardonnays und so weiter und so weiter. Pinot Noirs, Chardonnay, Trauben und so weiter. Okay, gut. Ist nicht schlimm. Hier unser Spätburgunder, nur als Vergleich. Kein Schwefel in der Nase. Ja, also. Der war der Spätburgunder und da war der Frühburgunder. Ich glaube, der Spät hat mir besser geschmeckt damals. Nee, Säure. Hier Schwefel. Whisky Jason, nicht glücklich. Not happy. glücklich ist der, der nicht schwefelempfindlich ist. Das kann ich echt euch immer wieder so sagen. Das ist ein Fluch manchmal. So, nochmal hier unser First Fill Burgunderfässer. Ich versuche zu aktivieren, diese typisch ältere Dauermoment. Ich habe gestern Abend auch beim Abfüllen hier von der Sets, von der St. Michaels Eppen, habe ich mir einfach Edreror 10, hatte ich eine Anbruchflasche hier, habe ich ein bisschen was eingeschenkt und merkte, ah, ja. Also diese typische Edredauer-Moment ist gegeben hier. Der Rotwein, ich nehme stark an, der Burgundy, First Fill Burgundy-Fässern haben, hat diese Whisky hier ein kleines bisschen, ein gewisse trockener, estrigierender, holzige, bärige Moment gegeben. Rote Grütze ohne Zucker. Und wer das, der gerne draufsteht, hier ist man richtig. Wer mehr eher eine Säure-Moment haben möchte, ist denn eher hier wichtig. Das ist ein Finish, das ist hier, nehme ich von was ich hier lese, eine Vollreifung an. Schade ist, der Finish echt 20 Euro fast teurer ist als der Vollreifung denn da. Aber so ist das. Es kamen sehr, sehr viele verschiedene Edredauern momentan nach Deutschland. Welche Edredauer, aus welchem Weinfass oder welcher Fass auch immer ist dein Liebling? Bitte nenne nicht jetzt hier irgendwie der 21 Jahre alte Oloroso Sherry Leckerei. Nenn nicht der Fassstärke Batch 1 oder Batch 2 jetzt hier auch Oloroso Sherry, sondern nenn etwas aus einem Weinfass, falls möglich. Whisky Jason, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Bis bald. Ciao.